Hey, die Gedächtnisbedarf, willkommen hier bei Folge 21 von Beyond the Evil. In der letzten Folge haben wir das Schlachthaus fertig gemacht. Wir haben es abgeschlachtet, die Alpha-Abteilung drin zermürbelt. Und heute geht's ins Hauptquartier, um Bericht zu erstatten. Jetzt sind hier auf einmal mehr von den Alpha-Abteilungsleuten. Man merkt es. Wo war denn der Laden? Der kam noch, ne? Ne, Moment, der kam hier runter. Hallo. Ich würde gerne etwas kaufen, Nuri. Ja, ich habe Hunger. Konto-Identifizierung. Okay. Ich würde gerne ein paar Kebabs kaufen. So, just in case. Ciao. So, ja, haben wir Schlachthaus fertig gemacht. Wir haben dann noch die Seeschlange, die Domsseeschlange. Vor sich mit komischen Behältern und einer Perle. Die Domsseeschlange fertig gemacht. Hier bin ich falsch. Hätte ich eigentlich auch mal dran denken können, dass das jetzt falsch war. Hallo? Ich will da nicht nochmal rein. Wir können ja mal eben noch zu Mr. Ming gehen. Minz, Ming. War das das hier? Ja, muss das gewesen sein. Ming Zus. Gehen wir eben schauen, was der eigentlich hat. Der hat ja auch diese Zeitschriften. So, dann öffnen wir mal das Lager, damit ich mir was holen kann. Was ist denn eine Perle? Die hätte ich eigentlich ganz gerne noch. 3.999 kann ich mir leisten. Konto-Identifizierung. Okay. Ja, dann habe ich den Laden leer gekauft. Muhahaha. Bei Ming zugekauft. Jetzt bist du... Weiß ich nicht. So. Einmal die hier. Das ist die Iris 513. Und was ist das hier? Das hier. Die Iris 514. Dankeschön, lieber Ming-Zu. Ja, ich habe mich bedient. Ich möchte jetzt gerne... Achso, hier. Ich wollte da rausgehen, wo er steht, aber egal. Was ist denn hier hin? Ich wollte wissen, was da war, wo Double H stand. Hier. Achso, das Ding. Ja, dann... Können wir uns das ja eigentlich gleich mal angucken. Das war hier, glaube ich... Iris 513. Genau. Menschenhandel in der Nutri-Pillenfabrik. Reporter Double H und Shawnee. Die Alpha-Abteilung behauptet, die Shuttles zwischen der Fabrik und den Schlachthäusern würden der Versorgung der Soldaten dienen. Ich denke mal, das ist ganz gut jetzt nochmal als Rekapitulation, was bisher eigentlich alles passiert ist. Aber unsere Reporter haben diese Orte erfolgreich infiltriert. Die Fabrik ist nicht mehr als eine Tarnung für Menschenhandel. Hunderte von Opfern werden täglich unter Überwachung der Alphas dorthin gebracht. Die Alpha-Abteilung selbst wird von den Doms kontrolliert. Die Alpha-Abteilung sind Verräter im Dienst der Doms. Ja, Verräter mit AE. Das AE konnte man sich wohl nicht leisten. So, das zur Nutri-Pillenfabrik und jetzt die 514. Iris 514. Bewohner von Hillis von der Alpha-Abteilung entführt. Ein Bericht von unserer Sonderkorrespondentin Shawnee. Oh, ich bin kein Reporter mehr, ich bin jetzt eine Sonderkorrespondentin. Endlich wissen wir mehr über die Entführungswelle, die die hillianische Bevölkerung in Atem hält. Die Opfer werden über das alte Schlachthaus unter Aufsicht der Alpha-Abteilung verschifft. Dort angekommen, werden sie in Doms-Sarkophagen versiegelt zum Mond gebracht. Die Alpha-Abteilung und die Doms vernichten die hillianische Bevölkerung. Dam, dam, dam. Hatten wir uns die anderen eigentlich auch angeguckt? Also 511 und 512, ne? Ich glaube, das hatten wir nämlich noch nicht. Iris 511. Neue Entführungswelle in der Fußgängerzone.
Die Doms haben der helianischen Bevölkerung letzte Woche wieder schwer zugesetzt. Weitere 850 Leute wurden in dieser Zeit als vermisst gemeldet. Der sogenannte Schutz, den die Alpha-Abteilung vor den Doms bieten soll, ist mehr als lächerlich. So, und dann noch die 512, dann haben wir eigentlich mal alle. Iris 512. Hillis mit Doms Meteoren beschossen. Reporter Double H. Die Kanäle, die Mamago-Werkstatt und das Refugium am Leuchtturm unter schwerem Beschuss durch die Doms. Die Schutzschilde sind nicht in der Lage, die Doms-Meteore aufzuhalten. Die Alpha-Abteilung tauchte erst nach dem Alarm am Schauplatz auf. Die Alpha-Abteilung ist unfähig, den Schutz von Hillis zu gewährleisten. So, jetzt wissen wir alles. Schöne Rekapitulation des Spiels. Was bisher geschah. Und was auch bisher geschah, ist, dass ich schon wieder vergessen habe, die Uhr zu stellen. Das ist doch fürchterlich. Was ist mit mir los? Bin ich so dörpig, dumm, dusselig, dass ich das ewig und immer wieder vergesse? Ist doch nicht wahr. Gut, dann gehen wir mal in die Bar. Haben wir hier Tiere? Oh ja, wir haben tatsächlich eins. Da unten. Hm. Ja, Kopf juckt. Hallo. Ah. Da bitte. Ich guck weg. Was steht da? Föhn S8D7. Das müsste ja dann für hier sein, glaube ich, oder? War das die Tür? Ne, ich glaube, es war die 2, ne? S8D7. Das ist mir nämlich gerade aufgefallen, dass auf dem Ding ja der Code steht und nicht Security. Hätte ich mal vorher drauf achten können. Oh, was haben wir denn hier? Boosts. Okay, nice. Warum auch nicht? Ich raub dich aus. Rufus, eine Perle. Rufus Beute. Oh. Sorry, Rufus. Das ist zwar sehr aufdringlich, aber Hillis braucht dich jetzt dringender als du. So, hey. Ja, klar, warum nicht? Ich bin bereit. Ich wette 1000 gegen die Perle. Auch wenn ich fürchterlich schlecht in diesem Spiel bin. Wie ging das denn? Es ist so schwer, mit der Tastatur zu spielen. Ah. Verloren. Oh Mann. Tut mir leid, Jade. Du brauchst wohl noch ein paar Flugstunden. Ja, sieht so aus. Ich glaube, ich gebe das mal ein bisschen offscreen und wenn ich das dann raus habe, wird es dann. Lade ich den Speicherstand einfach neu, damit ich jetzt hier die ganze Zeit meine Kohle deswegen verplemper. Ne, da war ich ja schon. Ich muss woanders hin. Wo war denn das? Ich suche das immer wieder, das gibt's doch gar nicht. Wo war denn dieser dusselige Eingang? War der nicht hier? Bei der Bar gegenüber? Ja, ich glaub schon. Oder? Ich kann mich auch irren. Ja, ich kann mich auch irren. Hey,
Nein, Moment, ich muss doch in die Bar. Ach Gott, ich bin so doof. Das verwirrt mich einfach. Es verwirrt mich. So wie alles. Nein, zu dir will ich nicht nochmal. Ich habe letztens 4000 Geld da bei Mingzu dagelassen. Weißt du, wie viel Geld das ist? So. Jetzt bin ich da. Hallo. Ah, J, Double H, perfektes Timing. Wir haben euch erwartet. Oh, die Gouverneurin. Hier ist jemand, der euch gern kennenlernen möchte. Frau Gouverneurin, darf ich Ihnen unsere... Ja, wir kennen uns bereits. Aus unseren E-Mails. Ihre Hilfe war sehr wertvoll für uns, Frau Gouverneurin. Ohne die Codes hätten wir überhaupt nichts tun können. Ich bin überglücklich, dass wir uns endlich persönlich kennenlernen können, Jade. Ihre Berichte hatten eine enorme Wirkung auf die Bevölkerung. Nicht mehr lange, und ich bin sicher, dass wir auf die Unterstützung aller Hillianer zählen können, um die Dorms und die Alpha-Abteilung loszuwerden. Hier, das wird Ihnen bei Ihrem Kampf helfen. Danke. Er wird uns helfen, die Entführten wiederzufinden, wenn es nicht schon zu spät ist. Gut gemacht, Jade. Schick. Ein Stern. Der Chef, er lebt. Unglaublich. Euer Chef? War er verschwunden? Gefangen von der Alpha-Abteilung. Wir haben seit Wochen nichts mehr von ihm gehört. Es ist Paige. Wildschwein an Iris. Wildschwein an Iris. Hey, das ist mein Onkel, Paige. Ihr Onkel? Unser Chef? Er meldet sich nur über Funk? Zur Sicherheit. Bis heute kannte niemand seine wahre Identität. Paige, bist du das? Er hört dich nicht, Jade. Ruhig, er wird's nochmal probieren. Seid ganz leise. Wildschwein an Iris. Ich hab nicht viel Zeit. Sie sind überall. Sie haben mich zum Mond gebracht. Hier sind meine Anweisungen. Leitet das an Jade weiter, eure neue Reporterin. Lies die M-Disk, die ich dir gab, und finde das Schiff. Lies die M-Disk und finde das... Sie kommen, ich... Er gab dir eine M-Disk? Bevor sie ihn geschnappt haben. Hören Sie, Jade. Dieses Schiff ist wichtig. Das fehlende Element in unserem Plan. Wenn Sie es finden, haben wir eine Chance. Paige wird auf dem Mond gefangen gehalten, vermutlich mit den anderen Opfern. Sie müssen dorthin. Nino hat einen Plan. Bitte, Nino. Sie benutzen einen Langstreckensender, um Ihre Propaganda vom Mond aus zu verbreiten. Wir treffen Sie da, wo es wehtut. Indem wir deine Berichte über Ihren eigenen Langstreckensender veröffentlichen. Das ist ein guter Plan. Sie finden das Schiff von Paige. Sie fliegen zum Mond. Sie bereiten den Bericht vor. Sie übernehmen den Sender. Sie verbreiten den Bericht. Und die Bevölkerung rebelliert. Das wäre das Ende der Alpha-Abteilung. Okay. Was sagen Carlson und Peters dazu? Sie sagen, es wäre Selbstmord. Ich sage, man wächst mit den Anforderungen. Gute Einstellung, Double H. Ha? Oh, Geld, also Perlen. Ach, oh, schön, meine Bezahlung. Wie viel habe ich jetzt? 25? Ja, davon kann ich mir vielleicht das Flugding kaufen. Da sind noch ganz viele Perlen, wie ich sehe. Aha. Okay. Tiere haben wir da auch noch eins. Da ist auch noch ein Tier, das ist am Brunnenplatz. Und hier ist gar nichts, okay. Gut, ich gehe da mal, ne? Ciao. Ja. Danke, Schrank. Ich habe schon einen Sternschalter gesehen, im Ostviertel, hinter dem Brunnen. Perfekt. Da wollte ich, glaube ich, jetzt auch hin. Team nicht auflösen. Carsten und Peter, Seite 823. Ja, ja, bla bla. So. Wo ist denn das?
Aber wenn ich mich jetzt umdrehe? Moment, ich guck mal. Hey. Nach da? Hey, okay. Da ist was, was ich noch nicht fotografiert habe. Was ist denn hier? Ich stehe direkt davor. Ich habe die Mama August noch nicht fotografiert. Oh, komisch. Okay, abgelegt. Viel Glück mit dem Rest. Okay. Ich glaube, das hatte ich beim Wiederspielen vergessen. Gut. Ich überweise eine Perle, Jade. Wie konnte ich das damals vergessen? Neu laden. Ist ja peinlich. Ach Gott. So. Wollen wir denn noch was? Wir haben noch ganz viele Perlen, habe ich gesehen. Da. Hier sollen noch ganz viele sein. Irgendwo. Hey, hey. Ich glaube, wir haben einen Weg hineingefunden, Miss Jade. Haben wir? Ich muss, glaube ich, hier auf die andere Seite, ne? Komme ich da nicht rauf? Ich würde gerne... Eins, zwei, drei. Achso, ja, oder ich schieb's so rein, das geht natürlich auch. In dieser Richtung geht's nicht weiter. Okay, dann geh bitte aus dem Weg, damit ich da durchkriechen kann. Das wäre super. Danke. Der Bezirk ist von der Alpha-Abteilung abgeriegelt. Vorsicht! Naja, okay, passt schon. Wir treffen uns später wieder. Ich hol mir jetzt erstmal die Perlen. Was ist denn hier? Oh. Okay. Wow. Fantastisch. Ich muss danach rechts. Okay. So. Ich hange mich hier so lang. Au. Ah, wenigstens töten die mich nicht sofort. Okay, jetzt muss ich da rum. Es ist eigentlich ganz einfach. Naja, mehr oder weniger. Wow, das war knapp. Okay, hier kann ich mich an der Wand lang hangeln. Dann mache ich das doch mal. Das ist einfach. Das kriege ich hin. Boah, muss ich bis nach ganz unten. Huch. Wow, geh aus. Danke. Oh nein. Oh nein. Geh aus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, geh aus, geh aus, geh aus. Oh. Oh Gott. Wer hat sich denn diese Teufelsmaschinerie ausgedacht? Kannst du? Danke. Propaganda. So, jetzt kommen wir doch langsam ins Interessante hier. Da sind Todeslaser. Toll. Kann ich hier runter? Lande ich dann nicht genau zwischen denen? Oder lande ich auf einer Glasscheibe? Ich probiere es mal. Ah, ich lande auf einer Glasscheibe. Glück gehabt. Au. Da habe ich Essen, okay. Wo bin ich jetzt? Okay. Hä? Wo bin ich? Achso, das ist die Kamera. So, ich muss also da oben hin, sagt mir die Kamera. Nice, okay. Das macht nichts, sie haben keinen Tank. Alles klar. Schön. Das
heißt, ich muss mich versuchen, dran vorbeizuschleichen. Das ist wunderbar. Ich liebe doch Schleichen. Hier ist keiner. Wo ist denn mein nächstes Ziel? Hinter den Lasern. Toll, ich kann hinter dem herschleichen. Nice. Ich mache ja nichts lieber, als mich direkt hinter einem Feind herzuschleichen. Geh weg. Nervst. Die finden mich sonst. Komm her, Maus, Ratte, whatever. So. Keine Daten? Oh, okay. Essen wir erstmal was? Würde ich vorschlagen. Da kann ich runter. Sollte ich allerdings nicht tun. Okay. So, jetzt sind alle aus. Gut, schön. Schönes Ding. Oh. Ups. Ach, noch mehr Todeslaser. Oh. Da vorne ist ein Schalter, den muss ich drücken. Damit ich wahrscheinlich durch diese Tür durchkomme. Ich verstehe. Ich darf mich allerdings nicht erwischen lassen, weil sonst treffen mich die Todeslaser. Alles klar. Langsam und behutsam mit aller Ruhe, da liegt die Kraft. Tschüss. Ich hab's nicht geschafft, das gibt's doch gar nicht. Muss ich warten, bis der ein bisschen weiter vorne ist, damit ich schneller gehen kann. Dass ich hier so innen lang kann, dann passt das auch. Weil außenrum ist ja ein längerer Weg, ne? Ja, haben wir hier. GL. Oder. Oh! Sag doch, dass da was ist. Das weiß ich doch nicht. Oh. Woher soll ich das denn wissen? Ich verstehe. Was? Der Schatten bleibt? Okay. Ich habe da was gesehen. Ich gehe. Das ist doch doof, wenn da einer drauf ist. Da ist nichts. Gar nichts. Ich hätte einfach bei der einen Kiste bleiben sollen, ganz ehrlich. Das war viel zu viel Weg. So, wie war das jetzt? Jetzt kommt da nochmal einer, ne? Und dann geht das so schräg. Also hier an die lange Seite geht das dann. Eindringling! Eindringling! Ach, verstehe, der kommt so oder so drauf. Oh, herrlich. Eindringling! Eindringling! Welp,
Das läuft wunderbar. Das läuft doch herrlich. Muss ich mich ja bewegen. Ne, dann ist es doch besser, wenn ich zu der Kiste gehe, die hier näher am unteren Bildschirm ist. Hier ist niemand. Vergiss es. So. Dann, wo gehst du lang? Hier ist nichts. Gar nichts. Was macht der jetzt? Geht er jetzt ganz weg? Bitte sag mir, dass er ganz weg geht. Ich glaube, ja. Zumindest sollte ich hier erstmal in den Schatten rein. Kommt da was? Ich glaube nicht. Nehmen wir schnell hier in den Lüftungsschacht, bevor der wiederkommt. So, habe ich hier erst... Ja, hier habe ich erstmal Ruhe. Da sind Massen von Alphas im Untergrund von Hillies. Wir halten uns hier besser nicht lange auf. Habe ich die Tiere hier schon? Ja, habe ich schon. Oh. Was sind das denn? Irgendwelche komischen Krabbelfiecher. So, hier bin ich fertig, ne? Mit den Perlen. Ja, sieht so aus. Sehr schön. So, dann ist hinten noch in der Akuda bei eine. Das ist ja Francis. Dann sind da noch ganz viele. Das ist am Brunnenplatz. Da muss ich ja jetzt sowieso hin. Aber ich würde erstmal sagen, dass wir an dieser Stelle diese Folge beenden. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst ein Pfötchen nach oben. Wenn nein, ein Pfötchen nach unten. Und ansonsten ein Kommentar. Immer wieder gerne. Jo, Mörder. Schrei einfach mal Mörder rein. Bis zum nächsten Mal. Mal richtig. Bye bye. Wir gehen selbst sehen und wir haben einen Sack voll Perlen. Ciao.